Herzlich willkommen bei Autark, dem E3DC-Magazin. Heute die Auswertung, wie ein altes Abrisshaus aus den 60er Jahren ins 21. Jahrhundert transformiert wurde. Was machen Sie denn da, Herr Dr. Piepenbrink, die ganze Zeit mit dem Stempel? Auftragsbestätigung von heute. Überlastet. Jetzt warten Sie mal unsere Auswertung ab, dann brauchen Sie zwei Stempel. Die Zusammenfassung. Diese Photovoltaikanlage wurde von Luis Garabito installiert, dem Chef von Windgate Energietechnik von Felix. Was hier auf diesem Grundstück geschah und was wir in diesem Film zeigen wollen, ist die gelungene Integration von moderner Energiewende und Haustechnik in ein betagtes Haus der 60er Jahre, welches eben nicht der Abrissbirne zum Opfer fallen sollte. Das Haus ist ein Original des 60er Jahres. Es ist ein Haus gebaut, es ist sehr speziell. Es ist eine von den ersten Häusern, die aus Stücke steht. Und es liegt auf zwei Säulen. Also das Gewicht des Hauses ist auf diese zwei Säulen, die drinnen sind, und die Außermauern. Und das haben wir auch architektonisch sehr interessant gefunden. Und deshalb, ja. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Solarmöglichkeiten. Das Haus hat wirklich eine Südrichtung von diesem Flachdach, also Flachdach von diesem Schrägdach. Und es ist das einzige eigentlich in dieser Häuserzeile, wo es etwa 10 Häuser hat, sind alle anderen sind eigentlich so gegen Westen gebaut. Und dieses hier hat das Dach und die Ausrichtung gegen Süden als einziges. Und das war mit dem Grund, dass wir uns nachher auch überlegt haben, das zu nutzen. Die Ausgangslage. 4 Personen wollten in das Haus von 1966 auf 120 Quadratmetern Wohnfläche einziehen. Der Energiebedarf beträgt, Wärmeversorgung inbegriffen, 8.500 Kilowattstunden pro Jahr. In der Schweiz ist die Kilowattstunde mit 13 Cent sehr günstig und so betrügen die Stromkosten ohne Eigenenergieversorgung ca. 1.105 Euro pro Jahr. Aufgabe bei der Sanierung war es nämlich, eine eigene Energieversorgung mit einzubauen. Also wir sollen ein Konzept erstellen, das nachhaltig, dass es auch integrierbar ist, wie man das zum Beispiel jetzt so sehr schön auf dem Dach sieht. Und wir versuchen ja, die Bedürfnisse aller unserer Kunden zu decken. Klar gibt es teilweise technische Sachen, die dann nicht möglich sind oder auch vielleicht nicht passend sind. Aber die Vorstellung war eigentlich klar der Bauerschaft. Ja. Die Sanierung des Hauses nahm schnell Form an. Eine in das Dach integrierte PV-Anlage wurde errichtet und das Gebäude gut gedämmt. Doch damit war es nicht getan, denn sehr schnell war klar, es musste mehr geschehen. Das Haus wurde isoliert beim ersten Ausbau und es hat immer drinnen einen Gestank gehabt, weil das Heizungssystem sehr alt war. Und immer, wenn wir ins Haus gekommen sind, es hat immer so einen Duft, wirklich einen Gestank. Und das war sehr unangenehm. Und ab dem Moment haben wir uns überlegt, was konnten wir da machen. Klar, also die Luft hat sich nicht umgewälzt. Nein. Im Haus, weil der Architekt hat es sehr gut abgedichtet, das Haus. Aber vielleicht fast zu stark, um das neu zu isolieren. Und hat dann nicht vergessen, dass das auch bedeutet, dass es keinen Durchzug mehr hat. Und das hat man gemerkt, wie meine Frau gesagt hat. Also man ist ins Haus gekommen und hat sich nicht wohl gefühlt, Sauerstoff. Man musste eigentlich im Winter das Fenster aufmachen, damit es überhaupt frische Luft gibt. Ja, was dann auch schade ist, nachdem man es so zuerst isoliert und dann muss man die Fenster wieder aufreißen. Und das ist durch die Sanierung dann auch jetzt eigentlich mit dem ganzen neuen System auch gleich angegangen worden. So fing es damals mit der Sanierung an. Man dachte zunächst an die Außenhülle und machte den folgerichtigen Schritt, baute eine Photovoltaikanlage mit Hochleistungsmodulen von SunPower ein. Natürlich gab es auch die schon erwähnte Dämmung, aber im Bauch des Hauses, da blieb die alte Ölheizung zunächst erhalten. Wir hatten eine Ölheizung, das war das Thema 1. Wir hatten ein Dach, das auch saniert werden musste, das war das Thema 2. Und
anhand von dem haben wir uns dann überlegt, wie können wir all das Ganze zusammen dann auch von der Synergie her, also wir haben eine Wärmepumpe, aber wir haben auch eine Solaranlage und wir möchten diese Synergie nutzen und haben dann eigentlich so dann die Planung ausgestellt. Und so profitierte Familie Gerber von der gebündelten Kompetenz bei der Haussanierung für alle Bewohner und Gäste. Schon zu erkennen bei der sogenannten Innendach-PV-Anlage, eine Variante, die heute viel zu selten angewendet wird. Normalerweise werden PV-Module auf das Dach einfach mit einem Gestell aufgepfropft. Die Innendach-Anlage hat dagegen optisch große Vorzüge. Bei einer Aufdachanlage ist es auf die Ziegel gebaut, das heißt, die Dachhaut ist immer noch genau dieselbe, Ziegel, Eternit oder was auch immer. Und da wird die Anlage darauf gebaut. Und bei einer integrierten Anlage übernimmt die Anlage ja nicht nur, also wir produzieren nicht nur Energie, sondern wir übernehmen auch die Dachfunktion. Und wie man es auch wirklich sieht, ästhetisch sieht das einfach viel schöner aus. Ja. Und das war auch ein ganz wichtiger Grund der Bauerschaft, dass man versucht, das Haus, klar gibt es eine Veränderung, man hat ja keine Ziegel mehr, man hat ein Glasdach, aber dass man das versucht, so gut wie möglich zu integrieren. Wo sich einst die Ölheizung befand, findet sich nun ein komfortables Gästezimmer mit allem drum und dran. Gewonnener Raum. Moderne Energie- und Haustechnik ist vor allem eins. Clean. Wir haben das in dem Technikraum ja gesehen. Wenn man das heute sieht, es fällt mir vor allem eins auf. Es ist sauber und leise. Genau. Und stinkt nicht mehr. Das sind diese drei wesentlichen Punkte. Es ist ja ein Mehrwert auch. Das Haus hat dadurch auch einen Mehrwert bekommen. Nicht nur nachhaltig. Nicht nur von den Gerüchen her, vom Komfort her auch, mit den Komfortlüftungen, sondern auch Räumlichkeiten. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich auch versuchen, bei einer Sanierung zu schauen, gibt es noch Möglichkeiten, dann auch aus diesen Räumen noch was nützlich machen zu können. Und das war der Wunsch der Bauerschaft, dass man dann aus diesem Raum einen Gästenraum macht. Und genau das haben wir dann geplant, gezeigt und dann auch umgesetzt. Wärme und Hauslüftung aus nur einem Gerät. Platzsparend, effektiv, leise. Der Energieverbrauch? Überschaubar. Also wie viel elektrische Energie muss ich da jetzt noch zuschalten im Jahr fürs Heizen und für den Luftaustausch? Das kann ich dir sehr gerne beantworten. Das haben wir auch ingenieurtechnisch berechnet. Für die Lüftung selber brauchen wir rund etwa 500 Kilowattstunden. Und für die Heizleistung für das ganze Jahr und die Warmwasseraufbereitung sind das etwa 4.500 Kilowattstunden. Macht 5.000 Kilowattstunden? 5.000 bis 6.000 Kilowattstunden übers Jahr. Das kann ich also abdecken mit dem Solar? Das kann man sehr gut abdecken, auch sehr spät im Herbst und auch sehr früh im Frühling, ja. Darum wurde die Anlage für die Eigenstromnutzung so optimiert. Diese 5000 Kilowattstunden kann das Hauskraftwerk locker mit seiner Speicherung und dem Energiemanagement bedienen. Die Komfortstromversorgung und Betankung des E-Autos erledigt das Gerät gleich mit. Im Sommer reicht der Speicher aus, dass er die ganze Nacht hat, am Morgen eben noch drauf. Selbst wenn wir mit dem Auto tanken. Also, ja. Im Winter muss er natürlich dazu kaufen, klar. Gut, da stehen wir jetzt beim Speicher. Das Gesamtpaket bei Familie Gerber ist nahezu perfekt. Denn das Hauskraftwerk von E3DC gebietet praktisch über alles, was das Haus an Versorgung benötigt. Die PV-Anlage besitzt eine Leistung von 11,04 kW Peak. Das Hauskraftwerk selber kann 9,2 Kilowattstunden speichern. Mit der Luftwasserwärmepumpe und der Wallbox ist alles komplett elektrifiziert. So sieht moderne Haustechnik heute aus. Das Problem ist wahrscheinlich, dass die Nutzer dieser Häuser haben natürlich wahrscheinlich oftmals Ölheizungen noch drin zu stehen oder alte Gasheizungen. Die sagen ihnen wahrscheinlich, mach mal eine neue Gastherme rein.
Ja, da ist der Schweizer etwas unterschiedlich. Meistens, wenn die alte Generation, die das Haus als erste bewohnt hat oder in zweiter Hand bekommen hat, die bleibt natürlich bei den Fossilen, weil sie einfach damit groß geworden ist, weiß, wie das funktioniert und da gibt es keine Änderungen. Aber häufig ist es so, dass die Kinder dann schon bereits den Eltern mitteilen oder auch zum Teil die Enkel, den Großeltern. Heute gibt es auch andere Möglichkeiten und dann kommen diese Gespräche, dass man zumindest neben der konventionellen Öl- oder Gasheizung auch eine Wärmepumpe installieren oder ein Angebot machen darf. Diese Dinge passieren heute und es sind eigentlich schon die Sicht, dass es über mehrere Generationen so ein Haus im Bestand bleibt, ausgebaut wird, die Fenster werden vergrößert, es wird wohnlicher gemacht, zum Teil werden auch die Räume größer gestaltet, der Kubus wird verlassen, mit Neuem ergänzt und da sind die Schweizer Architekten doch sehr findig, vor allem die kleineren Architekturbüros, die diesen Bedürfnissen Gehör verschaffen und dann auch gute technische Lösungen anbieten, um diese Häuser zu erhalten und zu erweitern und zu pflegen und zu wieder in den Bestand zu bringen, dass die Eigentümer Freude haben, auch wenn ein Generationenwechsel ansteht. Was bei den Gerbers so genial ist, die Elektromobilität wurde direkt in das Gesamtkonzept mit einbezogen. Das erhöht die Eigennutzung selbstproduzierter Energie. Denn mit 1000 Kilowattstunden vom Dach kann man 7000 Kilometer E-Auto fahren. 100 Kilometer E-Mobilität kostet umgerechnet 1,50 Euro. Günstiger geht es nicht. Das alles müssen nur die Spechte mehr von den Dächern pfeifen. Und wiederholen eigentlich diese Leier immer wieder und diese Vorteile, dass man immer wieder dasselbe hört, immer dieselben Vorteile hört. Irgendwann wird das übernommen, es wird dann auch von den Mitarbeitern nach außen getragen und kein Widerspruch erfahren und dann ist das dann die Realität. Und je mehr Realität, Photovoltaik gehört aufs Dach, die Wärmepumpe in den Keller für die Heizung und damit hat man dann ausgesorgt, je mehr diese Realität für alle da bestehen bleibt, umso eher wird das auch zukünftig genutzt. Die Bilanz des über 50 Jahre alten Hauses kann sich jetzt wirklich sehen lassen. Über 8300 Kilowattstunden erzeugt das Haus selber. Für Komfortstrom, Wärme und Warmwasser liegt der Bedarf bei rund 15.000 Kilowattstunden. 58% der selbstproduzierten Energie werden selber verbraucht. Die Autarkie liegt bei 31% und der Netzbezug bei 69%. So, jetzt lege ich das mal weg. Ah, super. Herr Dr. Piepenbrink, also ganz wichtige Botschaft. Normalerweise würde man sagen, alte Immobilie, 60er Jahre, abreißen, neues Haus, modernes energetisches Konzept. Das muss gar nicht sein, denn man kann tatsächlich eine alte Immobilie ins 21. Jahrhundert holen, wenn man das Konzept richtig macht. Ja, absolut. Und der Herr Gerber hat das ja vorbildlich gemacht mit seinem Haus von 1966. Ich glaube, die Fassade ist vor 10 Jahren erneuert worden. Das heißt, da hat er die Wärmedämmung gemacht. Er hatte sich jetzt für die ökologische Lösung entschieden. Das heißt, eine Photovoltaikanlage, schönes Innendachsystem, sieht toll aus. Mit einem Hauskraftwerk und auch für seinen BMW i3 die entsprechende intelligente ökologische Ladelösung. Hat aber auch dann noch aus Gesundheitsgründen die Ölheizung gegen eine Wärmepumpe mit kontrollierter Wohnraumlüftung ausgetauscht. Also ist ein tolles Sanierungskonzept. Das Interessante ist, hier ist es eigentlich so gelaufen, wie man es ganz oft hat. Man hat überlegt, alte Immobilie, reiße ich sie weg oder saniere ich sie? Dann hat man gesagt, die Immobilie gefällt mir, ich saniere sie und hat klassischerweise, wie man es eigentlich macht, gesagt, wir dämmen. Und das hat hier eigentlich nicht ausgereicht, weil der Geruch natürlich dann da war. Ja, absolut, weil die Dämmung verstärkt ja eher noch den gesundheitsschädlichen Ölgestank im Keller. Und dann hat man das gemacht und jetzt ist der Punkt, unser Credo, man hat das gemacht, was man eigentlich von Anfang an hätte machen können. Man denkt nicht über die reine Dämmung nach, sondern man denkt das Haus vom Eigenenergieversorgungskonzept her. Und das hat dann das ist dann entsprechend nachgeholt worden. Ja, absolut. E3DC, einsparen, erneuern, effektiv sein. Also einsparen kann man natürlich durch Eigenerzeugung, kann man aber auch durch Verlustbegrenzung mit der Fassade. Mhm. Erneuern heißt Eigenerzeugung, mhm, und effektiv sein heißt
Wärmepumpe intelligent steuern, Firma Felix, Experte in dem Gebiet, Elektroauto intelligent laden. Ja, ja. Gerber fährt viel, ja, ich schätze mal 3.500 bis 4.000 Kilowattstunden mit seinem i3 täglich nach Zürich. Da kommt schon was zusammen und da macht das Energiemanagement schon eine Menge aus. Aber man muss ganz klar sagen, Herr Gerber und seine Frau sind am Anfang mit den Sanierungsbemühungen zu kurz gesprungen, indem sie gesagt haben, ja, wir machen Fassadendämmung, genauso wie es eigentlich empfohlen wird. Das ist eigentlich, sag ich mal, das veraltete Konzept inzwischen. Ja, Sie wissen, das Internet und das Smartphone setzt sich auch nicht durch. Und jetzt kommen noch diese neumodischen Dinge, ja? Ja. Nein, Spaß beiseite. Also ich sag mal, Sie haben vollkommen recht, gerade im Gebäudeenergiebereich ist eine desaströse Ausbildung und Beratung der Fall. Der Kunde hat selten Möglichkeiten, eine umfängliche, richtige, ökologische Gesamtlösung zu kriegen. Und bei Firma Felix kriegt er sie halt, aber Firma Felix ist sicher nicht repräsentativ für die Schweiz. Ja, das ist das Entscheidende an dem Konzept, was ganz wichtig ist. Da ist es integrativ gemacht worden. Die Firma Felix ist nicht mehr nur ein reiner Elektroinstallationsbetrieb, sondern hat sozusagen die Solateurssparte dazu. Und genau darauf kommt es an, dass man eben die Kombination hat. Und das ist der Vorteil hier bei Felix an der ganzen Geschichte. Ja, man hat hier alles. Man hat hier Firma Felix ist ja ein Gebäude- und Wärmepumpen-Lösungsspezialist. Und mit Luis Garabito, also mit der Integration einer Photovoltaik-Tochter, hat man jetzt sozusagen die Schlüsselkompetenz. Ja? Also man hat das komplette Turnkey-Solution-Portfolio. Ja, interessanterweise ist ja sozusagen die alte Ölheizung kollidierte gegen die ganze Modernisierung. Und deshalb sollte man sozusagen bei diesen Häusern gleich von Anfang an dran denken, dicht machen ja, aber nicht als Hauptpunkt, sondern sagen, Eigenenergieerzeugung stellt man bei der Haussanierung in den Fokus. Es ist auch wahrscheinlich teilweise wirtschaftlicher oder es ist wirtschaftlicher, Energie ins Haus zu bringen, als die letzte Kilowattstunde einzusparen durch irgendeine Dämmung. Naja, in dem Fall ist es ja tatsächlich so, ich sag mal, das eigene Zuhause, ja, aus was besteht das? Aus Komfort? Ja, den hat er nicht eingeschränkt, eher noch erhöht, ja, weil ein Elektroauto ist ja deutlich komfortabler, weil er muss nicht mal irgendwo hinfahren, um es zu tanken. Ja, Gesundheit bestens erhöht, weil also Ölheizung raus, Lüftung rein, Fassade perfekt. Ja, und noch den Umweltaspekt, also weniger CO2. Durch Eigenerzeugung und auch durch extreme Effizienzgewinne vom Elektroauto und von der Wärmepumpe, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Also ich meine, Sie kennen den Witz 1974, der Strom kommt aus der Steckdose, ja, und Atomkraftgegner frieren. Ja? Aber ich meine, das Öl kommt halt bei Michael Gerber nicht mehr allein von der Tankstelle und es wird auch nicht mehr in der Ölheizung verbrannt, sondern es ist eine Wärmepumpe, die sich 3, 4, 5 Teile von der Umwelt holen und ein Elektroauto, was mit einem doppelten Wirkungsgrad wie ein Verbrenner fährt. Das muss man auch einfach mal sehen. Das ist, auch wenn jetzt hier ein ökologischer Fokus da ist und ein Teich und eine Altbau sozusagen in die nächste Generation überführt worden ist, das ist eine tolle Gebäudesanierung, ja, und eine energetische Sanierung, sowohl aktiv wie auch passiv. Ja. Besser kann man es nicht mehr machen. Aber es gibt natürlich immer noch Raum für Erweiterungen, also man kann das auch durchaus noch größer bauen. Also die Rückseite vom Haus ist ja noch offen, also ein Schelm, der denkt, man könnte nicht noch mehr Photovoltaik da drauf bauen. Wäre auch sinnvoll. Ja, und es spricht ja auch gar nichts dagegen, es dann Step by Step zu machen. So die wie Erfahrung bisher. Zu sammeln und dann weiter. So wie bisher, vor 10 Jahren die Fassade, ja, letztes Jahr glaube ich das Hauskraftwerk und die PV-Anlage und die Heizung. Schritt für Schritt. Ist ja auch durchaus bei Gebäuden normal. Ich meine, wer macht schon alles auf einmal? Ja. Kenne ich wenig Leute. Jetzt nochmal einen kurzen Ausschnitt aus dem Film und zwar über die interessante Kombination von Wärmepumpe und Lüftung. Die gewonnene Energie speichert und verteilt das Hauskraftwerk an alle Verbraucher, wie zum Beispiel dieses schlaue Kombigerät, welches zugleich Wärmepumpe, Warmwasseraufbereitung und Komfortlüftung ist. Und so funktioniert diese schlaue Lösung.
Ich öffne kurz das Gerät, damit man sieht, wie die Komponenten sind, wo die Komponenten sind. Hier ist der Lüftungsteil mit den Luftfiltern für die Außenluft und Fortluft und die Lüftungsfilter, welche nachher in die Zuluft und die Abluft gehen ins Haus rein. Damit der hygienische Luftaustausch gewährleistet ist, das, was eigentlich die Verbesserung gegeben werden sollte. Hier unten ist da nachher die Wärmepumpe mit der Wärmetauscherleistung. Das ist eine drehzahlgesteuerte Wärmepumpe, eine Inverter-Wärmepumpe. Die beginnt bei höheren Temperaturen mit einer halben Leistung und fährt dann bis zur Auslegetemperatur auf die volle Leistung hoch, bis auf 10 Kilowatt. Was heißt Auslegetemperatur? Die Auslegetemperatur ist diejenige, die im Energiegesetz genannt wird. Das sind minus 8 Grad Außentemperatur. Wärme und Hauslüftung aus nur einem Gerät. Platzsparend, effektiv, leise. Der Energieverbrauch? Überschaubar. Also wie viel elektrische Energie muss ich da jetzt noch zuschalten im Jahr fürs Heizen und für den Luftaustausch? Das kann ich dir sehr gerne beantworten. Das haben wir auch ingenieurtechnisch berechnet. Für die Lüftung selber brauchen wir rund etwa 500 Kilowattstunden. Und für die Heizleistung für das ganze Jahr und die Warmwasseraufbereitung sind das etwa 4.500 Kilowattstunden. Macht 5.000 Kilowattstunden? 5.000 bis 6.000 Kilowattstunden okay. Übers Jahr. Das kann ich also abdecken mit dem Solar? Das kann man sehr gut abdecken, auch sehr spät im Herbst und auch sehr früh im Frühling. Ja. Darum wurde die Anlage für die Eigenstromnutzung so optimiert. Diese 5000 Kilowattstunden kann das Hauskraftwerk locker mit seiner Speicherung und dem Energiemanagement bedienen. Also an der Stelle muss ich Ihnen was sagen. Ich habe dieses Gerät schon öfters abgefilmt. Aber erst da, mit der Erklärung auf dem Dreh in der Schweiz, ist mir klar geworden, was das eigentlich für eine coole Kombination ist. Sie haben nicht die Luftwärmepumpe draußen in der Kälte zu stehen, sondern im Haus. Man hat die Lüftungsanlage integriert und die Warmwasserbereitung mit dazu. Das ist mir erst jetzt aufgegangen, dass es die ganze Technik gibt. Das ist eine coole Lösung eigentlich. Ja, ist die beste Lösung für kontrollierte Wohnraumlüftung, Warmwasseraufbereitung und Wärmepumpe. Ist die LWZ-Serie von Stiebel Eltron. In Deutschland sind die Geräte recht teuer. Deshalb gibt es auch die sogenannte TK-Lor-Nebenmarke, die technisch ähnlich ist. Aber ja, unsere besten Solateure verbauen die sehr gerne. Und ich habe die auch schon persönlich sehr, sehr oft gesehen. Was spricht eigentlich dann für die getrennten Lösungen, Abluft- und Umluftanlagen, Wärmepumpe getrennt zu bauen? Also ich stand da wirklich davor und dachte, boah, bingo, vor allen Dingen war das auch so kompakt, das alles. Ja, für die getrennten Lösungen spricht überhaupt nichts, weil man hat ja dann wieder alle Schnittstellen und Koordinationsprobleme. So ein All-in-One-Wärmepumpen-Lüftungs-Brauchwassergerät kann halt die ganze Energieeffizienz selber steuern und weiß auch, wann es was einschalten soll. Das heißt, ich habe natürlich einen Effizienzgewinn dadurch. Da kann man sagen, Hauskraftwerk ist auch ein All-in-One-Gerät. All-in-One-Gerät trifft auf All-in-One-Gerät. Und wird über SG Ready entsprechend gesteuert. Müssen Sie eigentlich bei Ihrer Technik jetzt eine Frage für die Experten unter unseren Zuschauern, müssen Sie eigentlich, wenn Sie so ein Gerät anschließen, eine richtige Softwarelösung dafür bauen, damit das geht? Also das SG-Ready-Protokoll ist ja relativ genormt, aber trotzdem herstellerspezifisch. In dem Fall hat man zwei Möglichkeiten. Man kann es einmal über Aktoren machen, also es gibt eigentlich nur zwei Eingänge. Also man kann Einschaltverzögern oder man kann das Einschalten sozusagen anfordern. Und moderne Geräte haben auch Modbus. Aber ich glaube, bei Stiebel Eltron und bei den Wärmepumpenherstellern arbeitet man dann über ein 2-Punkt-Protokoll SG-Ready. Und das können unsere Geräte sozusagen mit entsprechendem Aktorsatz. Zwei Punkte habe ich noch. Der erste Punkt ist der, das Haus von Familie Gerber hat einen relativ hohen Verbrauch. Man liegt ungefähr bei 12.000 Kilowattstunden, wenn man sich das Ganze anguckt. Aber man muss ja sagen, keine Angst vor hohen Energieverbräuchen im eigenen Haus, denn es kommt ja die Elektromobilität dazu.
Und dann ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn so ein Haus inklusive Elektromobilität über 10.000 Kilowattstunden nimmt. Ja, es sind sogar noch mehr, Herr Ferenczky. Und wenn man jetzt richtig rechnet, ich meine, da ist auch ein Jacuzzi dabei. Wir hatten das Thema Luxus und Komfort. Also hier ist sicherlich nicht die Geschichte, wir sparen jetzt, sondern hier ist die Geschichte, wir sind umweltfreundlicher als vorher. Mhm. Und ja, die Ölkosten sind weg. Ja, davon hat man jetzt teilweise Stromkosten. Mhm. Die Spritkosten sind weg, dafür hat man auch noch Stromkosten, aber das hat man auch deutlich gesenkt und man erzeugt umweltfreundlich seinen Strom. Man macht das mit einer Innendachanlage, die laut meiner Werte schafft die denn? 9.500 Kilowattstunden. Und bei 14.000 Kilowattstunden Verbrauch müsste man eigentlich eine größere PV-Anlage haben. Das kann man machen. Also der Herr Gerber kann noch die andere Dachseite dazu nehmen im nächsten Ausbauschritt. Aber erstmal muss man sagen, nee, natürlich muss man keine Angst haben, weil man hatte ja vorher Ölkosten und Spritkosten und Stromkosten. Genau. Und die neuen Energiekosten werden unabhängig, dass es ökologischer ist und eigenerzeugt, auch deutlich niedriger liegen. Mir ist auch nochmal bewusst geworden, also sehen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mir ist bei dem Film selber ganz viel bewusst geworden. Es wird ja immer so getan, Wärmepumpe schluckt viel Energie, Elektromobilität und so weiter, braucht viel Strom. Aber wenn man ein Haus mit einer Wärmepumpe betreibt und nimmt den Komfortstrom dabei, dann lande ich bei 6.500 bis 7.500 Kilowattstunden. Das sind doch Größenordnungen, die absolut schaffbar sind. Also das ist doch echt ein gigantisch guter Deal. So, wenn ich jetzt die Elektromobilität dazu nehme, dann schaffe ich mit 1.000 Kilowattstunden 7.000 Kilometer Mobilität. 1.000 Kilowattstunden habe ich bei einer Photovoltaikanlage im Jahr immer übrig. Also wenn ich so ein Haus mit 6.500, 7.500 Kilowattstunden Komfortstrom warm kriege und mit 1.000 Kilowattstunden nochmal 7.000 Kilometer fahre oder mit 3.000 Kilowattstunden 21.000 Kilometer, das ist für mich der Deal des Jahrhunderts. Ja, so ist das auch. Wobei, hier kann man gar nicht oft genug sagen, hier steht ja eine Gebäudesanierung und eine ökologische Ausrichtung weg vom fossilen Brennstoff im Vordergrund. Mhm. Und der reine Autarkiegedanke, der steht beim Schweizer sowieso ganz vorne. Aber in dem Fall muss man einfach sagen, muss der Autarkiegrad deutlich erhöht werden in der Zukunft, wenn man da von einer echten Unabhängigkeit sprechen will. Jetzt sprechen wir erstmal davon, von der korrekten Umstellung, von der Gebäudesanierung, Komfortgewinn, Effizienzgewinn, brennstofffreier Betrieb, und das ist schon mal mehr als die halbe Miete. Wenn man aber German Standard haben möchte, das heißt, man möchte bilanziell kostenmäßig auf Null sein oder man möchte 70% hart unabhängig sein, inklusive Auto und Wärmepumpe, dann muss man nochmal bei der PV nachrüsten. Dr. Piepenbrink hat auf meine Frage jetzt nicht richtig reagiert. Ich habe doch gesagt, Deal des Jahrhunderts. Dann müssten Sie sagen, stimmt, Herr Ferenczky, Deal des Jahrhunderts. Wir sind Marke des Jahrhunderts. Ich habe nämlich vorhin in Ihrer Post rumgeschnüffelt und habe gesehen, dass Sie gerade die Urkunde dafür bekommen haben. Das stimmt. Ja, das stimmt sogar. Und bei der Gelegenheit möchte ich nochmal sagen, dass das Hauskraftwerk auch ja ein europäisches Patent besitzt. Das heißt, die Art und Weise, wie wir die Geräte anschließen und die Art und Weise, wie das Gerät zwischen Inselnetz und normalem Netz in der Notstromversorgung umschaltet, ist europaweit patentiert. Und der Florian Langenscheid hat ja die Initiative Marke des Jahrhunderts ins Leben gerufen. Kann man auch mal zeigen, da sind alles Marken drin wie Lamy, Füllfederhalter, Knirps und einfach Begriffe, die Menschen bekannt sind. Und das Hauskraftwerk ist da nur reingekommen, weil es wirklich anders ist. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch nochmal sagen, weil ja auch einige Leute meinen, das sei nichts Besonderes, dass es absolut einmalig ist, wie das Hauskraftwerk arbeitet. Das heißt, niemand hat das bisher so gemacht. Niemand gibt die Gewährleistung, die wir geben. Niemand. Niemand gibt die Erweiterungsmöglichkeiten so wie wir. Niemand gibt die Notstromunabhängigkeit so wie wir. Und niemand integriert das. Und vor allen Dingen fährt nicht 10 Jahre lang ein Werkservice raus.
Und das ist halt der Grund, warum hier heute 5300, nein, das wäre ein Spaß, warum wir mal den Gag mit dem Auftragseingang gemacht haben. Ja, das ist ganz cool, dass Sie das sagen, weil wir haben ja heute die Sendung des Bewusstseinswandels oder dass überhaupt Sachen bewusst werden. Also was mir auch zum Beispiel bewusst ist, dass ich heute über Ihre Geräte ganz anders denke als früher. Die Leute kommen im Kino zu meinen Filmvorführungen und sagen, wir möchten Stromspeicher. Und dann denken die an ein Hauskraftwerk. Das ist für die Leute ein Stromspeicher. Das Ding hat einen Stromspeicher mit im Bauch, den Batterien. Die Leute wollen eben Batterien, Stromspeicher. Für mich ist aber ein Hauskraftwerk jetzt im Bewusstsein aus all dem, was ich von der Technik weiß, das Entscheidende des Energiemanagementsystems, was drin ist, die Verknüpfungsmöglichkeiten, dass das als All-in-One-Gerät, dass Sie da alles reinstecken können. Und ich glaube, das ist ja das entscheidende Tool, alle entsprechenden Technologien verknüpfen zu können. Da steckt ja der größte Teil des Know-hows wahrscheinlich drin. Ja, absolut. Und es ist halt der, wie der Name schon sagt, es ersetzt den Versorger und arbeitet nicht komplementär mit dem. Jetzt kommen Sie doch, werden Sie doch Revoluzzer zum Schluss. Sind Sie ordentlicher Geschäftsführer und ersetzen konventionelle Kraftwerke. Das nennt man Revolution. Sollten Sie sich politisch nochmal überlegen. Ein Zuschauerkommentar, Hans Wurst, schreibt, weil ich geschrieben habe, topmodernes Abrisshaus aus den 60er Jahren ins 21. Jahrhundert. Und da schreibt er, ist doch klar, da geht es um den Geruch im Haus durch die Ölheizung, ist doch klar, wenn man so ein altes Haus überdämmt, dass dann keinerlei Luftzirkulation mehr da ist. Deswegen fangen doch die ganzen alten Dinge, die gedämmt werden, irgendwann an zu schimmeln. War halt nie dafür vorgesehen, alles dicht machten. Dann muss man schon für eine ordentliche Belüftungsanlage sorgen. Genau das ist hier passiert. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Was heißt denn überhaupt Abrisshaus, Baujahr 66? Das ist noch relativ jung. Hier im ORT haben wir viel, was ORT ist, haben wir viel 30er und 50er Jahre Bestand, die sind auch nicht abrisswürdig. Und da muss ich mal sagen, ich glaube, Hans Wurst, da haben Sie völlig recht, dass die Mentalität weg mit dem ganzen alten Kram, schicke Eigentumswohnungen neu bauen oder Häuser neu bauen. Wir können diese alten Immobilien tatsächlich in der Form ertüchtigen. Und das ist die wirtschaftlichere Lösung, als Neues zu bauen und dann vielleicht auf eine höhere Autarkiequote zu kommen. Ja, es hängt ja auch mit dem persönlichen und mit dem Familienerbe zusammen. Also in Deutschland, ja, da wird alles abgerissen. Und vielleicht ist der Schweizer da noch etwas tradierter. Und ob jetzt eine Altbausanierung günstiger ist als ein Neubau, Herr Ferenczky, wahrscheinlich haben Sie auch da mal wieder recht, aber eine Altbausanierung kann auch unendlich teuer werden und die Frage ist ja am Ende des Tages, ob Sie dann damit zufrieden sind oder ob Sie sich dann nicht denken, Mensch, das hätte ich besser alles neu gemacht. Aber in dem Fall ist da gar keine Frage, weil das ist eine super Geschichte und das ist ja nicht mal ein Zehntel des Gebäudewerts. Ja, also weil ich gerade mal, von daher ist das ja eine on the fly, das macht man halt mal, Sanierung. Ja, ich meine, ich kann ein altes Gebäude abreißen, kann ein komplettes neu bauen und dann sagen, ja, jetzt habe ich ja Autarkiequoten von 80 oder 60 oder 70%, wunderbar, aber ich muss ja die ganzen Baukosten für den kompletten Neubau reinrechnen, das alte Haus muss entsorgt werden. Da bin ich mir ganz sicher, dass das eine ökologische und ökonomische Lösung ist, sagt auch das Haus, das Buch verbietet das Bauen. Lasst uns die alten Immobilien enttüchtigen. Wir müssen weniger graue Energie reinstecken. Die Kosten sind niedriger. Und dann kann ich alles an Eigenenergie reinbringen, was ich will. Ja, ich glaube, auf deutsche Verhältnisse übertragen stimmt das auch. In Deutschland nehmen wir mal ein 60er, 70er Jahre Haus. Grundstücke sind teuer. Das Haus werden Sie wahrscheinlich für 150.000 Euro in Deutschland, also zu einem kleinen Teil der Schweizer Kosten, weil in der Schweiz ist alles teuer, komplett sanieren können, so ein Haus. Und Sie müssen aber trotzdem für einen Neubau fast eine halbe Million ausgeben. Das heißt, genau, Unterm Strich haben Sie 350.000 Euro, ja, für deutsche Verhältnisse gespart. Und trotzdem werden in Deutschland ja viele Häuser abgerissen, nicht weil irgendwie die nicht saniert werden könnten, sondern weil einfach der neue Besitzer viel Geld hat oder weil der Staat zum Beispiel Immobilienfirmen einfach das verantwortungslos überlässt und dann steht da ein lukratives Mehrfamilienhaus drauf
Und ich glaube, die Ausnahme ist schon in Deutschland, ein Einfamilienhaus abzureißen und ein neues Einfamilienhaus draufzusetzen. Was aber in den Städten durchaus üblich ist, ist ein Einfamilienhaus abzureißen und dafür, sagen wir mal, mehr Familienhäuser draufzusetzen, um dem Investor gerecht zu werden. Und das müsste halt, wenn der Staat vernünftig agieren würde, auch nicht unbedingt sein. Könnte Wohnraum auch woanders schaffen. Ja, eine Sendung mit ganz viel Bewusstsein, Wandel. Also, Familie Gerber hat es gemacht. Die haben ein 60er-Jahre-Haus ins 21. Jahrhundert geholt. Und das können Sie und können wir auch. Und wenn noch mehr Zuschauer das machen, Dr. Pietenbring, brauchen Sie bald zwei Stempel.